Ich grüße euch beim Videopodcast der Zeitverbraucher Virtuelle Welten. Ja, es ist soweit. Ich habe ja vor einiger Zeit schon mal ein bisschen was angeteasert, dass ich so ein Projekt am Laufen habe und vorhab, euch da mal ein bisschen in die Möglichkeiten der VR-Brillen und der Software für diese VR-Brillen mal ein bisschen einzuführen. Und euch zu zeigen, was sich wirklich lohnt, mal auszuprobieren, welche Spiele es gibt, welche sonstigen Anwendungen es gibt, wo die Stärken, wo die Schwächen von Anwendungen liegen. Also all das, was man eigentlich so was ich an Wissen an Software zusammengesammelt habe, seitdem ich jetzt diese Brille habe. Ich persönlich habe die HTC Vive, das ist die hier. Die ist auch schon aktiv, ihr seht sie, da hinten bewegt sich auch was. Und ich werde versuchen, euch das Erlebnis, das ich jetzt hier habe, so ein bisschen zu zeigen. Natürlich nur in der 2D-Welt, da braucht ihr halt ein bisschen Vorstellungsvermögen. Ja, was sonst noch ein Punkt ist, ist die Bedienung der Software. Da will ich mir ein bisschen zeigen, wie ihr das Ding bedient, weil gerade in VR-Spielen ist wie man das Ganze kontrolliert, wie man das Ganze bedient, ein sehr wichtiger Faktor. Es gibt immer wieder Software, die es schon vor der VR-Zeit gab, die dann irgendwann angepasst wurde. Das merkt man meistens, weil die Bedienung nicht wirklich nativ für VR gebaut ist. Das ist so umgebogen und das macht es teilweise zum Bedienen relativ schwer oder umständlich, und wenn das Bedienen einer Software oder eines Spiels umständlich ist und nicht intuitiv ist, dann ja, geht das sehr auf den Spielspaß und man legt es in der Regel relativ zügig wieder beiseite und nimmt irgendwas anderes. Also wie gesagt, Bedienung soll so ein Thema sein. Was auch noch ein Thema sein soll, ist bei welchen Effekten dieser Motion Sickness Effekt, also sprich, dass einem so ein bisschen schlecht wird, bei welchen Effekten der kommt, bei welchen Spielen, bei welchen Anwendungen ich den zum Beispiel hatte und welche Anwendungen da wirklich sehr unkritisch sind. Auch das will ich euch immer ein bisschen zeigen, also für diejenigen, die jetzt so eine Brille haben und jetzt gerade so den Einstieg in diese Welt wagen, also bei den Dingen weise ich euch dann darauf hin, wo es euch eventuell gerade am Anfang ein bisschen schlecht werden könnte. Ja, heute fangen wir mal mit dem absoluten Standardprodukt an. Google Earth VR soll heute das Thema sein. Ihr seht hinter mir schon die Erde. Ihr habt es auch schon gesehen, es bewegt sich schon, ist schon alles aktiviert. Von daher zeige ich euch mal das Ding, mit dem viele, die meisten, anfangen. Ist kostenlos. Man kennt Google Earth natürlich von der PC-Welt, von dem zweidimensionalen, aber dadurch, dass immer mehr 3D-Informationen da rein wandern in dieses Tool, ist es natürlich prädestiniert für VR. Und ich sage immer, nur schon allein die Anschaffung lohnt sich nur schon allein für Google Earth von einer solchen Brille. Also dies, wenn man da einmal durch die Häuserschluchten von New York oder von durch den Grand Canyon oder durch die Alpen geschwebt und geflogen ist, ist beeindruckend. Okay, dann fangen wir an. Ich hoffe, dass mit dem Ton, mit der Technik, das funktioniert jetzt alles so, wie ich mir das ausgedacht habe. Ich habe auch schon ein paar Testaufnahmen gemacht, also schauen wir mal, ob es funktioniert. So, ich mache mich mal klein, dass ihr da auch was seht. So. Ja, ich habe mir gedacht, wenn man das Programm startet, hat man die Möglichkeit, so ein paar Touren, so Demo-Touren zu machen. Und ich habe mir gedacht, das ist ein ganz guter Einstieg, um mal eine Idee zu bekommen, was denn mit Google Earth VR alles möglich ist.
Im Moment habe ich jetzt hier diese Demo City Tour gestartet. Da sieht man ein paar Großstädte, ein paar Eindrücke, unterschiedliche Tageszeiten. Ja, bevor ich jetzt mich hier noch um Kopf und Kragen red, starten wir es einfach mal. Achso, eins noch zur Bedienung. Ihr habt die, ja, könnt ab und zu mal ein bisschen wackeln, weil ich hier doch ein bisschen begrenzt bin im Büro. So, ihr habt hier die Controller, die ihr bei eurer Brille mitgeliefert bekommt, virtuell nachgebildet und die Tasten, die belegt sind, die sind auch beschriftet mit der entsprechenden Funktion. Im Moment bin ich hier in diesem Demo-Touren-Modus, von daher ist die Funktion, die Funktionalität der Tasten eine andere, wenn ihr jetzt normal frei euch bewegt. Ja, im Moment geht es jetzt hier weiter. Ich habe es im Moment angehalten, die Tour. Dann starten wir erstmal, dass er einen ersten Eindruck davon bekommt. So. Ja, man sieht erstmal die Erde aus dem Weltraum und springt dann so ein bisschen von Stadt zu Stadt. Wenn man hier jetzt auf den Controller, also den rechten Controller hochhält, dann kann man auch direkt sehen, wo man sich gerade befindet. Im Moment sind wir in Rom. Naja gut, das hätte man auch am Kolosseum so erahnen können. Ja, und man kann sich halt immer umschauen. Wir sind jetzt gerade in New York. Habe ich am Anfang meistens immer wieder vergessen, mich auch mal rumzudrehen, weil dieses 360 Grad oder diese komplette virtuelle Umgebung, die ist schon erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Bei den Städten kommen natürlich die ganzen 3D-Objekte extrem zum Tragen. Also viele Großstädte oder die meisten, fast alle Großstädte sind dreidimensional wirklich in Google Earth erfasst, inklusive aller Gebäude und Bäume. Und wenn ich jetzt hier mal runterschaue, dann sind auch diese Bäume wirklich dreidimensional. Auch die kleinen Autoschen. Hier sind wir jetzt auf irgendeiner Baustelle. Mal gerade gucken, wo sind wir? In Perth, in Westaustralien. Ja, auch hier sieht man die Weite durch den 3D-Effekt, die Weite des Landes. Da hinten ist irgendein Gebirge, was anfängt, Mittelgebirge. Ja, also für den ersten Eindruck zu bekommen, welche Orte man denn so mal besuchen könnte und erforschen könnte, sind diese Touren wirklich sehr schön. Es gibt glaube ich nur 4 oder 5 Stück. Das ist einmal hier diese Städtetour, dann gibt es noch Wasser, also Wasserfälle, Flüsse und so. Dann gibt es noch irgendwie Berge, glaube ich. Also so ein bisschen gemischt, dass man einfach mal einen Eindruck bekommt. Ja, hier sind wir mal in der Abendstimmung. Da geht die Sonne gerade unter. Was das genau oder wie ihr das genau nutzen könnt und wie da die Funktionalität, also wie es bedient wird, das zeige ich euch später in dem freien Modus, wenn wir die Tour hier hinter uns gebracht haben. Ja, jetzt sind wir in Paris. Muss man auch nicht wirklich auf den Controller gucken. Erkennt man am Eiffelturm. Ja, hier diese Stadt hat mich sehr beeindruckt. Das ist São Paulo in Brasilien. Die Größe ist wirklich unfassbar. Und ich habe das zwar auch in der 2D-Variante mit den Satellitenbildern von Google Earth schon mal mir angeguckt. Aber wenn man das wirklich jetzt so in, was wird das sein, 200, 300 Meter Höhe in der virtuellen Welt sieht, es ist wirklich beeindruckend, beziehungsweise fast schon ein bisschen beängstigend, wie groß diese Stadt ist. Ja, London. Dreh mich mal rum. Ihr habt im Hintergrund, hört ihr bei diesen Touren auch immer ein bisschen passende Geräuschkulisse. Also hier hört man jetzt den Big Bang so ganz leicht im Hintergrund. Dass es so ein bisschen eine Atmosphäre gibt. Ne? Ja, Wüstenstadt Las Vegas, das Zockerparadies oder das Vergnügungsparadies. Ja, liegt wirklich mitten in der Wüste. Ja, das war's. Also wie gesagt, diese Touren sind relativ kurz. Jetzt sind wir wieder im Weltraum und sehen die Erde, die Nachtseite der Erde.
Ja, so viel erstmal zum ersten Eindruck. Es ist natürlich nur ein Einstieg, wenn ich das schon kenne, dann kann ich natürlich Google Earth VR ganz anders benutzen. Wenn ihr das startet, bekommt ihr hier so eine Schautafel, eine Bedienungstafel in den Raum gestellt. Und da gibt es einmal so Featured-Touren, die sich öfters auch mal ändern, wo einfach ein Angebot ist, ja, hier, da ist es interessant, da sieht es schön aus, das kann man mal erkunden. Dann hatten wir hier die Touren, wo wir im Moment jetzt gerade diese City-Tour hier unten gemacht hatten. Man hat hier noch Städte allgemein, das sind auch dann ganz, ganz viele Seiten, mit denen man sich durchklicken kann. Das sind aber alles immer nur Vorschläge und eine ganz, ganz kleine Auswahl natürlich. So, wenn ihr wirklich speziell wohin wollt, was hier nicht aufgeführt ist, habt ihr unten eine Suchfunktion und könnt hier dann per Tasten eure Stadt oder euer Land, das ihr besuchen wollt, eingeben. So, machen wir jetzt aber mal nicht. Oder? Naja, machen wir nicht. So, wir gehen jetzt mal zu irgendeiner Stadt. Wo gehen wir mal hin? Wir bleiben, glaube ich, mal im Land. So. Und gehen mal nach Neuschwanstein. So, ist eigentlich ein schöner Ausgangspunkt, weil es am Rande der Alpen ist und die Alpen sind in 3D wirklich sehr spektakulär. Und ihr könnt da wirklich schön durch die Täler schweben und fliegen. Zudem hat man noch ein bisschen eine Möglichkeit, die Größenverhältnisse mal kennenzulernen. Und ja, also ich finde es einfach ganz schick. Wenn ihr jetzt ihr seid ja jetzt frei, es ist ja jetzt keine geführte Tour mehr. Wenn ihr jetzt euch da bewegen wollt, habt ihr am Controller, am rechten, die Möglichkeit mit dem Pad zu fliegen. Nach vorne und nach hinten. Ihr könnt mit den Daumentasten hier unten könnt ihr die Welt um euch herum drehen. Da ist ein bisschen Vorsicht angeraten, sage ich gleich noch was dazu. Und ihr könnt die Erde einfach unter euch hin und her ziehen. Machen wir das gerade mal. Wir fangen mal mit dem Hin- und Herziehen an. Ich kann also jetzt wirklich hier einen Punkt fixieren und kann mich dann hin und her schieben. Das Rotieren, hatte ich eben schon gesagt, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Gerade am Anfang kann es euch passieren, dass euch da mal ein bisschen schlecht wird, wenn ihr es so oft macht und vor allem zu schnell macht. Also ihr dreht die Erde um euch rum. Und wie gesagt, wenn ihr die Brille die ersten paar Stunden erst aufhabt, da seid da vorsichtig mit der Funktion. Da wird einem mal ein bisschen schummerig. Oder kann einem schummerig werden. Aber lasst euch da nicht verwirren, da gewöhnt ihr euch mit der Zeit dran. Und diese Motion Sickness wird zügig eigentlich besser und seltener. So, die Hauptbewegung ist aber das Fliegen. Das machen wir jetzt. So, ihr drückt einfach drauf und richtet euren Controller in die Richtung, in die ihr euch bewegen wollt. Und ja, das ist auch ganz, ganz nett gemacht, weil die Geschwindigkeit ist abhängig von der Höhe. Das heißt, je höher ihr seid, umso schneller seid ihr unterwegs. So, jetzt sind wir schon im Weltraum und bin jetzt hier schon in England. Da drüben ist Irland. So, hier ist Dublin. Und schon habt ihr innerhalb von Sekunden den mehrere tausend Kilometer zurückgelegt. So, wie gesagt, das Drehen ist mal ganz praktisch, gerade wenn ihr jetzt wenn ihr das im Sitzen macht, dann könnte man sich natürlich jetzt mit dem Bürostuhl drehen. Das geht schon auch, klar. Da verdreht ihr euch aber gerne mal mit dem Kabel. Von daher ist jetzt bei Google Earth hier das Drehen ganz sinnvoll, um eure Richtung ein bisschen besser zu kontrollieren und dass ihr euch jetzt dreimal um einen Stuhl rumwickelt, ne? Das passiert am Anfang mit Sicherheit, das ist jedem passiert. Da zeige ich euch aber demnächst nochmal einen Trick. Da gibt es eine ganz einfache, simple Lösung,
diese Kabelproblematik ein bisschen entwirrt. Und ja, ihr merkt eigentlich vom Kabel dann nicht mehr so sehr viel. Aber den verrate ich heute nicht. Das kommt irgendwann bei einem der nächsten Folgen. So, ja. Jetzt gehen wir mal wieder in den Weltraum, ganz hoch. So, und ihr habt jetzt eigentlich die Möglichkeit, also hier ist ja erstmal fertig, höher geht nicht. Und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, auf einem anderen Controller eine Funktion Tilt Earth Up zu betätigen. Drücke ich gerade mal drauf, dann dreht sich die Erde, nordet sich ein und ihr schaut jetzt wirklich geradeaus von oben und könnt jetzt diese immer wieder wechseln. So, wenn ich jetzt in diesem Tilt-Up-Modus bin, dann kann ich noch weiter rauszoomen, sehe dann die Erde in ihrer ganzen Helligkeit und kann auch hier mit dem anderen Controller und der Trigger-Taste unten die Erde drehen und bewegen. Und kann mir irgendwo einen schönen Fleck, den ich besuchen will, aussuchen. So, bleiben wir mal in Europa, gehen wir mal wieder in die Alpen. So, hier könnt ihr jetzt wieder runterzoomen bis zu einem gewissen Punkt. Und könnt hier jetzt wieder diesen Tilt Earth Down Effekt deaktivieren. Und dann seid ihr wieder in eurem ganz normalen Flugmodus drin. So, jetzt gucken wir mal die Alpen hier an. Ja, ich hatte vorhin gesagt, Sonnenuntergang. Wie erzeugt man in Google Earth unterschiedliche Tag-Nacht-Zeiten? Ja, eigentlich ist es ganz simpel gemacht. Ihr seht hier oben die Sonne auf ihrer Umlauf, ja, auf ihrer Bahn. Die Erde dreht sich natürlich um die Sonne, ja. Und könnt hier jetzt mit eurem Controller die Sonne anpacken. Und könnt ihr einfach in Richtung Horizont verschieben oder auch darunter und könnt dann wirklich die Lichtstimmungen in den einzelnen Tag-Nacht-Phasen euch angucken und da könnt ihr wirklich ganz, ganz tolle Atmosphären erzeugen. So, ich weiß jetzt nicht, ob das so gut bei euch zu sehen ist. Vielleicht muss ich das noch ein bisschen nachbearbeiten, das muss ich mal sehen. In der Nacht ist das Ganze grau, die Farben sind raus und es ist eine klare Mondnachtstimmung, die ich wirklich sehr, sehr gut gelungen finde. Wie gesagt, ich habe es schon mal probiert. Es kann sein, dass es für euch jetzt ein bisschen dunkel ist. Ihr seht natürlich hier einen großen Sternenhimmel. Ob diese Sterne wirklich jetzt passen und irgendwas mit der Realität zu tun haben, habe ich noch nicht rausgekriegt. Die Milchstraße schaut so aus, als ob sie original wäre. Aber wie gesagt, das weiß ich nicht, ob das einfach nur Fake ist oder ob da die Realität, der realistische Sternenhimmel abgebildet ist. So, holen wir die Sonne wieder hoch. Lassen sie aufgehen. So, Sonnenhöchststand. Ja, fliegen wir gerade mal noch ein bisschen über die Alpen. Natürlich ist für, das wisst ihr, kennt ihr aber mit Sicherheit auch von der 2D-Variante, ist es immer ein bisschen abhängig von eurer Internetgeschwindigkeit, wie schnell denn die Texturen und die Details hier nachladen. Da kann es schon mal bei einer schlechten Internetverbindung sein, dass ihr da einfach mal ein bisschen stehen bleiben müsst, bis dann die Texturen und das Mesh wieder alles so in maximaler Auflösung ist, was Google euch anbietet. Ja, jetzt will ich euch noch eins zeigen und zwar seit einiger Zeit, da müssen wir allerdings aus Deutschland weg und gehen wir nochmal nach England. Seit einiger Zeit hat Google auch Street View in die VR-Variante integriert. Und das ist wirklich sehr, sehr intuitiv und schön gemacht. Ich bin gerade mal hier irgendwo in London. Nehmen wir uns mal eine Straße. Nehmen wir mal die hier. So, wenn ihr jetzt in der Nähe einer Straße seid und es ist Street View verfügbar, ich gerade mal gucken, habe ich jetzt auch gerade Pech und da ist nichts.
Vorführeffekt. Dann sollte eigentlich jetzt hier so eine Blase erscheinen. Nein, tut sie nicht. Mal aufs Land nach England. Hier erscheint es nicht. Okay. So, hier seht ihr jetzt mal, gut, ihr seht es natürlich nicht, ich kann es euch nur erklären, hier seht ihr jetzt eine zweidimensionale Landschaft, in der die Gebäude nicht 3D im 3D abgebildet sind, was aber auch eigentlich ganz faszinierend ist, gerade wenn es ein bisschen hügelig ist. Ja, mit dem Street View habe ich jetzt gerade irgendwie ein Problem, ich verstehe es jetzt gerade nicht, was da passiert ist. Guck gerade mal in die Einstellung, ob ich da irgendwas verstellt habe aus Versehen. Nein, sieht nicht so aus. So, dann gehen wir mal irgendwo in eine Gegend, wo ich definitiv schon mal Street View genutzt habe. Nach Dublin. So, und auch hier geht Street View available, da steht was. Ich vermisse aber irgendwie meine Blase. Ja, vielleicht gab es auch ein Update, was ich irgendwie nicht kapiert habe. So, also ihr seht, ich kann mich jetzt hier, so wie ihr das von der 2D-Variante gewohnt seid und kennt, auch durch die Straßen navigieren. Natürlich der Riesenvorteil der VR-Variante. Ich muss nicht irgendwie mit der Maus groß scrollen, sondern ich kann mich in dem 360-Grad-Bild dann einfach umgucken. So, und wenn ihr genug habt, dann, ja, wie gesagt, da wurde jetzt gerade was geändert, dann drückt ihr gerade wieder hier. Ah, das ist ja interessant, das ist ein Fehler, der wohl jetzt reinkam, weil hier war eigentlich erstmal so eine Blase, immer wenn man bei Street View, wenn Street View verfügbar war. Allerdings ist die jetzt nicht mehr da, aber sie ist angedeutet, wenn man sie irgendwie. Ja, ihr seht das jetzt nicht, das ist wirklich nur dreidimensional sichtbar. Ja, muss man mal gucken, da gibt es wohl irgendeinen Fehler. Ja, das soll es erstmal gewesen sein, erster Eindruck von der Software. Wie ihr euch bewegen könnt und wie ihr die Welt erkunden könnt. Und glaubt mir, ihr werdet da Stunden verbringen, weil es ganz einfach so viel zu entdecken gibt und so tolle Orte gibt, die man unbedingt mal besuchen sollte. Zumindest virtuell. Ja. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, so die erste Folge. Ich denke mal, ich werde das noch ein bisschen weiterentwickeln. Da wird es mit Sicherheit auch die eine oder andere Änderung in den nächsten Folgen noch geben, wie ich euch das probiert zu präsentieren. Aber bis dahin wünsche ich euch erstmal, wenn ihr so eine VR-Brille schon habt, sehr, sehr viel Spaß mit dem Gerät. Ich habe es zumindest. Mich fasziniert es wirklich sehr. Und eine schöne Zeit und bis demnächst hier beim Zeitverbraucher. Servus.